Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Anno 1800. Ja, nach einer längeren Pause, für mich zumindest, muss ich mich erstmal wieder ein bisschen hier einfinden in den aktuellen Spielstand. Soviel ich jetzt noch weiß, sind wir dabei, ja hier ins Land der Löwen vorzudringen. Das sind wir ja fast durch, wenn ich mich nicht irre. Und die Arktis, ja, haben wir jetzt soweit am Laufen, würde ich sagen. Das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, wir müssen in der Arktis wirklich schauen, dass das mit der Kohle richtig funktioniert. Das ist einfach immer noch ein bisschen zäh. Ne? Da funktioniert leider immer noch nichts. Ne? Wir haben so viele Transportschiffe hier am Laufen. Ich schaue noch mal kurz was nach, wie das hier aussieht mit diesen Transportschiffen. Sekunde, wo ist denn das? Transferkohle. Genau. Hier. Da ist eins. Und da ist eins. Und da sind drei, aber keines ist da, wenn man sie braucht. So. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir mit Luftschiffen das gleiche machen, als mit mit Frachtern, sag ich mal. Und die sind schneller. Ja. Aber hierzu brauchen wir natürlich Luftschiffe. Um das zu bauen, fehlt uns aber hier, glaube ich, Gas, ne? Oder ist es da? Moment mal. Ich glaube, es ist doch das, oder? Was uns fehlt hier. Haben wir hier keins? Doch hier, 37. Genau, Gas fehlt uns. Gut. Das heißt, unsere nächste Aufgabe wird jetzt sein, wir müssen auf jeden Fall Gas rüber transportieren. Dazu nehmen wir mal dieses Luftschiff hier, wobei das könnte man eigentlich auch noch einsetzen. Auf jeden Fall manövriere. Fahren wir mal hier hin und werden das Gas dann drüber holen, weil wir brauchen, glaube ich, 40 Stück war das hier, ne? 40 Einheiten. Ja. Kostet uns dann wieder 4 Einfluss, aber wir haben ja momentan genügend. Das passt. Und hier kommt keine Kohle an, das ist das Problem, ne? Und ich will endlich haben, dass das da mal stabil läuft. Dazu auch der Pemikan. Geht auch zur Neige. Junge, Junge, Junge. Also ihr seht schon, es ist nicht so ganz ohne, ja? Das Ganze hier. So, mal kurz überlegen, Pemikan. Schaut es hier aus mit Pemikan. Die haben eigentlich ganz stabil Sachen. Hier mal kurz Pemikan anschauen. Genau, Fleisch und was da. Was sieht es mit dem Rindtierfleisch aus? Ah, die da hinten haben keine Wärmefilter hinten. Kann ja nicht sein. Doch, tatsächlich. Keine Wärme da hinten, oder was? Ist das sehr verrückt. Okay, wenn wir jetzt mal runterschieben. Ich habe schon lange jegliches Gefühl jetzt in den Händen verloren. Jetzt läuft's an, sehr gut. Wunderbar. Ja, die sind dann unabhängig von allem. Wie schaut es hier aus? Pemikan. Gut, also das kriegen die von drüben, glaube ich, gell? Ja, Pemikan. Leute, wo sind meine Schiffe? So. Im Schwebezustand. Genau, im Schwebezustand. Und du wirst jetzt nämlich die Einheiten hier rüberbringen in Sachen Gas. Ah, da fehlt noch eine, da warten wir ein bisschen. Weil wegen einer brauchen wir sie nochmal rüberfliegen.
könnten hier hinten. Schaut es denn hier eigentlich aus mit Stadt, mal gucken, Gaster. Was brauchen die 250? Oh je, da haben wir wieder keine. Muss man warten, bis die hier es abgebaut haben, oder was? Die Schutzbrillen finde ich offen gestanden ein wenig lächerlich. Ja, mach mal hin hier, bitte. So, währenddessen schauen wir mal kurz, was hier los ist mit unseren Schiffen. Menschen lassen sie hochleben. Nee, das ist immer noch kein Schiff da. Was sind denn die eigentlich alle? Eine Produktion wurde angehalten. Ja, ja. Weltausstellung ist auch noch am Laufen. Stimmt, das haben wir auch noch. Genau. Ja, gibt einiges zu tun. Toto. Alte Welt. Da bist du ja, okay. Naja. So, wie schaut es jetzt aus? Haben wir jetzt endlich eins oder nicht? Oder wie was? Ah. Gut. Sind wir endlich soweit. Gut, dann können wir ja das eine noch mitnehmen. Jetzt haben wir hier 40. Dann fahren wir jetzt zurück. Hier hin. Ja. Flugroute ist eingezeichnet. Genau. Ja, die rumpfen leider, weil wir keinen, keine Kohle haben, ist das Problem an der Sache. Ei. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Da kein Schiff frei. Nee, momentan nicht. So, wenn das frei ist, dann nehmen wir da ein bisschen Kohle mit von da drüben. Ich will jetzt zuerst dieses Schiff in Auftrag geben. Okay. Gut, so. Abladen bitte. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja, ich weiß. So, läuft. Und jetzt werden wir hier kurz darüber fliegen. Brauchen wir noch mal 200 von denen. Ja, wird lustig, Kinders. Wenn wir jetzt ein paar Einheiten rübernehmen. Na komm. Luftschiff. Luftschiff, genau. Dann nehmen wir hier mal das mit, weil das brauchen wir nicht so viel. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein Tanker an, oder? So ein. Nee. Der muss warten. Doch, tatsächlich, der muss auch warten. Weißt du, jetzt kommen sie daher, ne? Also das ist echt unglaublich. Zur Stelle. Fahrt zu. Hier ist es. Steht bereit. Stachelschwein 2. So, wir warten jetzt auf das Luftschiff. Und wenn das dann da ist, dann werden wir entsprechend hier die Kohle abliefern.
Da sind wir. Sehr gut. So. Okay. Gut. Jetzt müssen wir leider warten, bis wieder die Kohle verteilt wird. Ah ja, der darf auch schon hier wieder abladen. Das ist gut, das ist wichtig. Dass wir hier nämlich keine Probleme bekommen. Sind die wieder voll, glaube ich, oder? Ja, jetzt haben die wieder genügend. Wunderbar. So. Jetzt müssen wir warten, bis sie alle verteilt sind wieder. Oh, Pemmican fehlt da noch. Pemmican, Entschuldigung. Pemmican. Jetzt haben wir kein Walöl. Was ist da los? Ich hoffe, die extremen Konditionen haben sie nicht abgeschreckt. Lass mal hin hier. Erwarte neuen Kurs. Was ist denn da aus mit Walöl? Haben die gewartet? Nee, also die brauchen keins. Na okay. Nicht so schlimm. Tja. Die haben auch keins. Gut, wunderbar. So langsam, glaube ich, kommen wieder die Leute zurück. Ja, wunderbar. So soll es sein. Propeller drehen sich. So, ein bisschen was klauen. Kurs gesetzt. Die brauchen ganz schön lang bis zum Abliefern. So. Ah, da kommt das Schiff angerauscht. Bereit. Eine Produktion wurde angehalten. So, wie viel Pemmican haben wir denn da auf dieser Insel? Da. 5 haben wir. Okay, wie sieht es da aus mit Nachschub? Okay, da sieht es ein bisschen schlecht aus. Müssen wir mal schauen, dass wir hier 4 Stück haben wir von denen. Da haben wir nur 5. Ja, das ist das Problem, dass da nichts... Tja, schwierig, 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 sage ich mal. Ne? Ja, ihr müsst doch jetzt wieder genügend Arbeitskräfte haben, oder? Es mangelt an Arbeitskraft.
Ich kann kaum glauben, dass ich hier bin. Ah ja, ich auch nicht. Außer wir werden hier fehlende Fruchtbarkeit. Verstehe. Hier haben wir genügend Fruchtbarkeit, das ist klar. Das passt. Ich überlege gerade, wir könnten hier noch ein bisschen mehr hinsetzen. So vielleicht. Genau, ist auch in der Wärme. Wunderbar. Haben wir jetzt ein paar Arbeiter zu wenig. Das macht nichts. Aber wenn wir jetzt gleich dafür sorgen, dass die hier ein paar mehr haben. So. So, wie schaut es jetzt da mit dem Schiff aus? Okay, langsam geht's voran. Ah ja, da ist das nächste. Gott sei Dank. Wunderbar. Für Nachschub ist gesorgt. Hier wäre die Fruchtbarkeit noch da. Das wäre eine Idee, ja. Dass wir diese Insel noch anschließen. Dann hier nur praktisch, ja, Fleisch oder sowas produzieren. Dieses Rindtierfleisch, oder? Ja, genau. Ja, die haben ja auch keins, ne? Beziehungsweise die produzieren ja gar nicht selber, ne? Die klauen sich ja von drüben, die Herrschaften. Genau, die nehmen das von drüben weg. Das ist das Problem. Die Menschen lassen sie hochleben. Wir brauchen jetzt unbedingt ein Schiffchen. Ja, lass uns mal kurz bitte nach Kap Trelawney gehen. Da sind noch welche, die hier unnütz rumstehen. So, wir müssen auf jeden Fall Holz mitnehmen. Und Stahl. Brauchen wir sonst noch was da drüben? Ich glaube, das muss reichen. Und dann fahrst du bitte nach in die Arktis, wenn es geht. Stabil. Ja, Walöl, ja, das müssen wir alles installieren. Im Schwebezustand. Okay. Ah ja, jetzt hat sich das wieder gefangen hier, oder? So wie es aussieht. Ja, wunderbar. Gut, müssen wir keine neuen Leute dazu bauen, ansiedeln. Das ist sehr gut. Wieso ist der Einfluss jetzt gesenkt? Interessant. So. Ja. Das andere läuft soweit. Das passt, genau. Was wir überlegen, was machen wir sonst noch? Ne, jetzt müssen wir warten, bis das Schiff ankommt. Wie schaut es denn aus mit Land der Löwen? Schließen Sie die Expedition ab. Ja, das will ich endlich abschließen. Wenn es geht. Die Geschütze. Die Explosion hat Trümmer über den gesamten Kanal verstreut, als ihr Steuermann vorsichtig in den kürzlich eröffneten Kulisma-Kanal einfährt, erschallt vor ihnen ein ohrenbetäubender Knall, der einen Großteil der Besatzung auf die Planken schickt. Nach dem ersten Schrecken eilt die Mannschaft auf ihre Posten, bringt das Schiff auf langsame Fahrt und kommt wenige Meter vor dem brennenden Überrest eines Schiffes
mit schwerer Schlagseite zum Stehen. Es wird sicherlich Tage dauern, bis alles freigeräumt ist und der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden kann. Einer ihrer Matrosen runzelt die Stirn. Ist das nicht seltsam, dass da keiner im Wasser schwimmt? Und tatsächlich, von der Schiffsbesatzung gibt es keine Spur. Ein Rätsel, das unbedingt gelöst werden will. Muss ich jetzt ja noch Rätsel lösen, oder was? Was machen wir denn? Absuchen. Um die lange Wartezeit zu überbrücken, macht sich eine Handvoll Offiziere auf den Weg in die an der Einfahrt zum Kanal gelegene Stadt. Als sie sich am Ende des Hafens einem kleinen Esslokal nähern, dringt zufällig ein Gespräch in ihrer Landessprache an ihre Ohren. Wenn wir sie schon Kiel holen sollen, warum schnappen wir uns dann nicht die Fracht? Damit kann man eine schnelle Mark machen. Willst du etwa deine Anstellung riskieren, Konrad? Und außerdem war die Ladung sicher nur an Bord, damit sie hübsch weit fliegt. Langsam wird ihnen die Bedeutung der Worte bewusst. Ist es möglich, dass die Explosion ein vorsätzlicher Akt der Sabotage war, durchgeführt von Landsleuten? Die örtlichen Behörden sollten es natürlich erfahren. Doch was, wenn diese Männer für die Krone arbeiten? Wir stehen treu zu unserer Königin. Zum Glück haben nur wenige Mannschaftsmitglieder diesen schrecklichen Verdacht mitbekommen. Sie alle werden sofort zum Schweigen verpflichtet. Für Königin und Vaterland. Nachdem jeder auf seinen Posten zurückgekehrt ist, schickt ihr Kapitän eine sorgfältig formulierte Depesche an Sir Archibald Blake, in der er ihn der Loyalität der Mannschaft und ihrer Unterstützung bei der Beseitigung der Beweisstücke versichert. Solch treue Untertanen wird die Königin sicherlich gebührend belohnen. Ja, dann mal weiter. Schauen wir mal. So, was machen wir jetzt? In die Savanne oder zur Heiligen Stadt? Savanne, würde ich sagen. Neue Befehle, ja. Wir fahren hier natürlich weiter, ne? Ist klar. Gut, haben wir das auch geregelt. So. Wieder ein Stückchen weiter. Wie schaut es hier aus mit meinem Luftschiff? Hälfte haben wir schon, okay. So, jetzt ist die Frage. Höhe stabil. Wir müssen das mal umbenennen, würde ich sagen. Und zwar Kohle 1. Geht das Kohle 1? Machen wir mal an das LS Kohle 1. Dann weiß ich nämlich, dass das einer von den Kohleschleppern sein wird. So, dann werden wir jetzt mal auf eine Transportroute setzen, und zwar, nee, die nicht, sondern, wo ist sie denn, Transfer, da, eine laufen Produktion wurde angehalten. Drei drauf, genau, die werden wir jetzt nämlich da drauf setzen. Na gut, das macht doch nichts, ne? So, ist der voll? Ja, der ist voll. Der ist leer. Der ist auch leer. Ne, der ist... Hä? Der ist voll, der kommt auf, zu uns und der ist noch nicht da. Okay. Kurz mal nach Capcelone, weil ich wissen will, steht der da? Bist du denn? Müssen wir dich mal suchen gehen, oder was? Momentan nicht auffindbar. Das ist schlecht. Habe ich jetzt nicht bestätigt, gell? Ah, Mann. Luftschiff. Nein, da nicht. Falsches Ding. Da muss er hin. Hier, Luftschiff. Annehmen. So, Capcelone. Frachtschiff steht bereit. Ah ja, du bist da noch nicht so weit, genau.
Müssen wir jetzt zur Weltkarte gehen. Wir suchen ein Schiff. Und zwar den hier. Bist du denn? Wo steckst du? Das ist der Zweier. Ah, du bist gerade auf dem Rückweg. Okay. Mhm. Na gut, okay. Dann bist du eben auf dem Rückweg. Hilft alles nichts. Müssen wir jetzt warten. Also Luftschiffe sollen schneller sein. Da bin ich ja gespannt, ne? Ob das wirklich so funktioniert. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, würde ich sagen. Genau. Und bis dahin müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Ja, es dauert noch ein bisschen hier mit meinem Luftschiff. Das wird nämlich dann das zweite sein, was auch die Kohle rüberbringt. Und dann hoffe ich, dass wir dann einigermaßen mal wirklich hier stabil laufen mit der Kohle, weil das nervt wirklich. Und dann werden wir uns um dieses Pemikan kümmern, würde ich sagen. Ja, glaube ich, das wäre das nächste. Genau, dann werden wir dann diese Insel dann hier besiedeln. Oje, da haben wir wieder was vorgenommen, ne? Und Land der Löwen natürlich auch noch. Auch noch so eine Sache, die uns dann hier ansteht. Was ist hier los? Ach, die haben zu voll. Okay, das ist klar. Kann ich eigentlich hier noch eine Dings hinbauen? Eine Fleischgeschichte, so ein Rentier. Das wäre jetzt echt praktisch. Die Frage ist nur, ob das hier Einfluss auf Later Prozent. Nee, oder? 50% geht natürlich gar nicht. 900, genau. Wir schauen, ob das was bringt, wenn ich das so mache. Hat der noch was in Sachen Wärme? Feuer. Würde gerne funktionieren. Okay. Alle stehen bereit. Oh. Achtung, jetzt kann es losgehen hier. Expedition. Den nehmen wir noch mit. Einige Kreaturen folgen uns. Weit sonnenbeschienene Ebenen erstrecken sich vor ihnen. Langes, ausgeblichenes Gras glitzert vom Regen der letzten Nacht und ein paar Bäume spenden Schatten vor der jetzt schon warmen, orangefarbenen Sonne. Verborgen im dichten, hohen Gras erwachen an diesem Morgen zahllose Kreaturen und kommunizieren vergnügt, während die Savanne sich mit Leben füllt. Etwa eine Meile entfernt liegt eine Talsenke mit einem vegetationsreichen Wasserloch, an dem sich viele fremdartige Tiere versammeln, bevor die Hitze des Tages sich über das Land legt. Monumentale Felsen ragen hoch über die Ebene hinaus. Sicherlich bieten sie königliche Aussichten. Ja, wir wollen die Savanne beobachten, würde ich sagen. Beziehungsweise von oben betrachten. Der Aufstieg ist mühsam und lang, doch ihre besten Kletterer finden einen gangbaren Weg für die Mannschaft und verwenden dicke Seile und Mehl, schnell aus dem Lager herbeigeholt, für besseren Halt. Endlich erreichen sie den höchsten Vorsprung, eine lange Platte aus ockerrotem Stein, die von unzähligen Regengüssen und Stürmen geklettert wurde. Unter ihnen erstreckt sich die unendliche Wildnis, staubig und windgepeitscht. In der Ferne ziehen dicke Regenwolken vorüber und werfen dunkle Schatten. Eine goldene Stille liegt über dem Land, gestört nur durch das langsame Schreiten seltsamer, langhalsiger Tiere in der Ferne. Ein tiefes Grollen ertönt plötzlich hinter ihnen, und als sie sich umdrehen, sehen sie sich Löwen gegenüber, die sich ihrer Mannschaft mit gefletschten Zähnen nähern. Sie sind in das Revier des Rudels eingedrungen. Ach du Scheiße! Mit lautem Geräusch und Gesten einschüchtern, ja, das glaube ich nicht. Sie mit Essen ablenken. Nee, wir werden natürlich das Alpha-Männchen erschießen. Halleluja!
Durch Hektik und mangelnde Treffsicherheit verfehlt der Schuss das große Tier um mehrere Handbreit. Ach du Scheiße, panisch fummelt der unglückliche Schütze an der Sicherung des Gewehrs. Doch ein unheilvolles Knacken verrät, dass die Waffe den Dienst verweigert. Die Löwen machen einen weiteren Schritt auf ihre zusammengedrängte Mannschaft zu. Hunger und Zorn in den Augen. Jemand muss sie aufhalten, ruft ein Seemann und nähert sich dann langsam der Felskante und dem langen Abstieg zurück nach unten. Die Bestien von ihren beiden stärksten Männern einschüchtern lassen. Rette sich, wer kann, den Löwen dem Schiffsjungen zum Fraß verwerfen. Tja, wenn ich mir mal das da, schon das funktioniert. Zwei Hühnen, die von ihrem belesenen Schiffsführer die Spitznamen Ajax und Herkules erhalten haben, treten vor. Einer von ihnen brüllt die versammelten Großkatzen herausfordernd an, worauf diese erschrocken einige Schritte zurückweichen und der Rest ihrer Besatzung eilig den Abstieg antritt. Als der letzte ihrer Männer den Felsvorsprung verlässt, ist von oben ein tiefes animalisches Knurren zu hören. Weitere Löwen sind aus den verschiedenen Nischen und Spalten rund um Ajax und Herkules aufgetaucht. Ein Rudel von solcher Größe, dass selbst 100 Männer sich nicht dagegen hätten wehren können. Über den Vorsprung ertönt ein heiseres Lied in Ajax Barito. Und im nächsten Moment sehen sie, wie Herkules zu ihnen hinunterspringt. Lauft, ruft er. Na, bravo. Ich will eigentlich hier, ich will eigentlich hier mal diese Dings hier, besiedeln, ne? So, und jetzt, wir nehmen mal zum Horn von Embeser, würde ich sagen. Ja, die Moral sinkt natürlich jetzt ein bisschen. Müssen wir weiter durch. Gut, dann war's das bis dahin. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.